aus Wohnzimmer. Wenn ihr im Hintergrund irgendwelche Papierkügelchen seht, das ist alles Katzenspielzeug, also hier liegt kein Müll rum. genau, lasst uns doch mal das Paket gemeinsam öffnen. Oh, es gibt jetzt sogar Paketband, was nicht aus Plastik ist. Neues. Da habe ich eh schon oft mal nachgedacht, wie man Pakete so verpackungsfrei wie möglich verpacken kann, auch im Bereich Lab. Natürlich mit Rüstungen ist das immer ein bisschen schwer, weil die ja auch eingeölt sind und so. Natürlich möchte man die Matsche dann halt nicht irgendwo anders mit drin haben. Aber ja, ich finde hier und da, warum muss jedes Kleidungsstück irgendwie in eine Plastiktüte eingepackt sein? Also ganz allgemein, das ist ja überall so. Eigentlich wäre da halt vielleicht mal eine Maßnahme, irgendwie vielleicht was anderes verpackungsmäßig zu machen. Naja. So, wenn ich jetzt hier den Karton öffne, werden wahrscheinlich gleich die Kätzchen ankommen. Mal gucken. So. Zack, zack. Oh ja, ein schöner Karton. Okay. Ein Flyer. genau, Rechnung. Aufkleber. Auch immer nicht so schlecht. Okay, und dann ist das erste, was nehme ich als erstes raus? Ich glaube, ich nehme das als erstes raus. Ich habe mir nämlich Besteck gewünscht. Ich habe tatsächlich schon Besteck, aber das ist sehr klobig, sehr schwer und ja, auch relativ groß. Deswegen habe ich mir jetzt mal Sachen ausgesucht, die ein bisschen kleiner, ein bisschen handlicher sind. Und das sind dann diese Sachen hier. Die muss ich natürlich jetzt irgendwie erstmal auseinanderfriemeln. Ja, Vorbereitung ist immer eine gute Idee. Kenne ich nur leider nicht so gut. Genau, und dann haben wir hier einmal, finde ich halt beide ganz hübsch, einen Löffel und eine Gabel. Weil Messer habe ich tatsächlich auch einige. Die sind dann halt hier mit so einem Holzgriff. Ich werde euch auch nochmal alles einfach nebenbei einblenden. Die fand ich ganz schön, gerade so diese, ja, dieser Spieß. Die Gabel quasi, finde ich halt ganz cool. Ist relativ klein und auch der Löffel ist gut. Und auch hier relativ schmal. Den Löffel, den ich bis jetzt hatte, der war, glaube ich, sogar gusseisern. Und der ist einfach super klobig. Also macht halt nicht so Spaß zum Essen. So, als nächstes habe ich mir gedacht, gerade wenn man auf dem Drachenfest unterwegs ist, es wird sehr warm wahrscheinlich. Das heißt, man muss auf jeden Fall was zu trinken mitnehmen. Ich werde mein Liederbuch mit dabei haben. Ich werde wahrscheinlich eine kleine Federtasche dabei haben, wo mindestens ein Bleistift drin ist oder vielleicht sogar eine Feder zum Schreiben. Und dies und das wird sich ja auch immer noch einsammeln. Wir machen ja auch dieses Jahr einen Schwarzmarkt. Und dementsprechend werde ich wahrscheinlich einfach ein bisschen Kram mit mir herumschleppen. Und weil meine Gürteltaschen nicht groß genug sind und zu schwer werden, wenn man da zu viel reinpackt, dachte ich mir, es ist cool, einen Rucksack mitzunehmen. Dieser hier, er ist verdammt groß, aber das ist gut, weil dann passt auch sehr viel rein. So, ich öffne den mal hier für euch. Und zwar sieht der so aus. Er ist wirklich gigantisch, aber trotzdem ganz cool. Hinten auch ein bisschen wattiert, ne? Das ist auch besser. Hier unten auch schön mit Leder, damit der auch gut steht. Und ja, es ist cool. Es ist halt eine große Tasche drin. Und 1, 2, 3, 4 nochmal an den Seiten kleinere. Man kann ihn zuziehen, was sehr, sehr cool ist. Und natürlich werde ich nach dem Drachenfest auch nochmal eine kleine Review machen, wie die Sachen dann halt wirklich so abgeschnitten haben. Passt eine Menge rein. Und tatsächlich kann man das auch mal für OT-Kram nehmen. Also zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, für Klamotten, für den Kulturbeutel und so weiter, kann man auch hier reinpacken und das so ins Zelt stellen. Dann ist auch das schon gleich ambientiger, als wenn man da irgendwie, keine Ahnung, einen Koffer oder eine Reisetasche zu stehen hat. Dann habe ich mir eine Sache gewünscht, die mir sehr wichtig war. Und ob es zu 100% passt, weiß ich nicht, weil eigentlich wollte ich ursprünglich etwas anderes haben. Das gab es nicht mehr, deswegen musste ich mir eine Alternative aussuchen. Und zwar einen Gürtel, einen Breitgürtel. Mein Outfit, was ich jetzt habe, ich weiß nicht, das Outfit, was ich jetzt habe, ist natürlich sehr weich. Ich möchte aber auch immer ganz gerne Variationen reinbringen und zwischen Hose und Kleid hin und her switchen. Vielleicht mache ich mir auch für den Winter nochmal einen Überrock, eine Jacke und so weiter. Und da finde ich es immer ganz cool, vor allem im Winter, einen dicken Gürtel zu haben, der das alles hält. So. Und deswegen habe ich mir hier, der ist jetzt natürlich noch nicht zusammen, weil hier sind einzelne Teile zum ordentlich Einstellen drin und so, habe ich mir halt diesen Breitgürtel bestellt und da ist so, ja, so auf nordisch gemacht halt ein Jagdhund drauf. Und den fand ich aber eigentlich ganz cool. Und ja,
Ich werde euch das natürlich nochmal alles angezogen zeigen. Aber ich fand's halt nice. Und so ein breiterer Gürtel hält halt auch mal die Klamotten ein bisschen besser und so. Deswegen vielen Dank auch dafür. Und zu guter Letzt, weil wir alle wissen, es wird warm werden. Wir werden wahrscheinlich öfter mal unsere Anziehsachen wechseln müssen. Habe ich mir nochmal von Mytholon ein Hemd schicken lassen. Ein ganz einfaches Leinenhemd. Das ist jetzt ein bisschen gröber, aber ist auch nicht so schlimm. Gerade abends ist das ganz cool. Ich mag es auch ganz gerne, wenn es ein bisschen schulterfrei ist. Auch im Sommer, klar, Schultern eincremen unbedingt. Aber ich finde es schön. Vor allem auch mit dem Mieder. Dann ist das Mieder halt eh drüber, hält das Hemd auch ganz gut fest. Und dann kann das Hemd Dinge tun und über Schultern rutschen und whatever. Genau. Und das ist das. Es ist auch wirklich nichts Spektakuläres. Aber gerade weil viele von euch gefragt haben, wie ich das mache auf der Con, wenn es sehr warm wird und dann auch noch 10 Tage lang auf dem Drachenfest. Nehmt euch genug Klamotten mit, so ist es einfach. Also auch natürlich Waschseife und so weiter. Dazu werde ich auch nochmal nächste Woche ein Video machen. Aber auch genügend Kleidung. Es ist so, ihr könnt nicht alles perfekt waschen. Es kann sein, dass sie nicht ganz sauber werden und ihr die Gerüche nicht komplett entfernen könnt. Deswegen ist es immer ganz nett, irgendwie Ersatzhemden oder Kleider dabei zu haben. Ja, vielen Dank an Mytholon an der Stelle. Ich werde euch natürlich die Sachen auch einmal unten verlinken und natürlich auch hier und da zeigen, wie ich noch ein bisschen rumcrafte. Also das ist ja grundsätzlich so die Sache. Einmal Ambiente und zweitens craften. Also ich werde auch noch den Rucksack mal ein bisschen aufhübschen und so, noch ein paar Sachen mit drauf und dran nähen, vielleicht ein paar Talismane dran oder so. Irgendein Klimbim einfach noch drauf nähen und dabei nehme ich euch natürlich auch mit. Es ist jetzt gar nicht mehr lang, es sind jetzt noch 2 Wochen bis zum Drachenfest. Und holy, die Zeit vergeht einfach so schnell. Und ich habe noch nicht alles fertig. Die Gewandung steht ganz grob, aber es ist noch nicht fertig. Noch nicht ready to rumble. Naja. Guten Morgen, Leute. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, obwohl der Wasserkocher an ist. Ich habe nämlich wieder ein kleines Experiment. Und zwar möchte ich gerne einiges an Papier mitnehmen. Ich möchte aber kein normales, weißes Druckerpapier mitnehmen, sondern das so ein bisschen. Ja, ein bisschen IT-mäßiger machen. Und ich habe euch ja schon im letzten Vlog gezeigt, wie ihr auch Anziehsachen einfärben könnt. Entweder mit Kaffee oder auch in einem älteren Video mit schwarzem Tee. Das funktioniert halt ganz gut. Dann kriegt man halt so ein leichtes. Hallo? So ein leichtes, ja, so ein Gelb-Touch. Und mit Papier funktioniert das halt auch. Und das werde ich jetzt nämlich mal machen. Und zwar habe ich jetzt hier so eine Wanne voll mit Kaffee. Sieht ein bisschen eklig aus, aber ja. Da werde ich jetzt einfach mal das Papier so nach und nach reinlegen und mal gucken, ob es funktioniert. So, das mit dem Papier hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wir haben jetzt zwei verschiedene Sachen ausprobiert. Und zwar einmal haben wir einfach ja, so einen leichteren Stapelpapier einfach in diese große Kaffeewanne gelegt und haben das versucht so trocknen zu lassen. Das hat ganz gut funktioniert und hier seht ihr jetzt quasi die Stapel auseinandergenommen, damit es nochmal ein bisschen besser trocknen kann. Klar, hier habt ihr dann halt so ein bisschen so diese Kaffeeränder und hier ist ja dann natürlich auch was kaputt gegangen. Das kann halt passieren. Aber ich bin eigentlich echt zufrieden mit dem Ergebnis. Sie sind nicht super dunkel, aber auch nicht mehr strahlend weiß und das ist so, das ist das Einzige, was für mich zählt. Ja, genau. Also Papier fürs Drachenfest ist auf jeden Fall schon mal geklärt. Die andere Möglichkeit war, das quasi auf dem Kleiderständer aufzuhängen und dann mit so einer Sprühflasche voll Kaffee anzusprühen. Das hat auch funktioniert. War aber einfach ein bisschen umständlicher. Also legt einfach so ein Block Papier oder die einzelnen Papiere ins Wasser, nehmt sie dann auch direkt wieder raus, hängt sie irgendwo auf oder legt sie irgendwo hin zum Trocknen und dann sollte das eigentlich auch ganz gut funktionieren. So, und weil Olli schon ein bisschen früher zum Drachenfest fährt, haben wir zwei unterschiedliche Packlisten. Ich fange jetzt mal an, meine Sachen zu packen. Vor allem die OT-Sachen war an den. Ja, an Gewandungsteilen und so muss ich halt noch ein bisschen was machen. Hier übrigens habe ich ein Bikini, den ich aber ganz cool finde für den Notfall, falls man, ja, also es geht gerade noch so als IT-Unterwäsche durch, finde ich. Deswegen nehme ich den auf jeden Fall mit. Ja, und ich habe jetzt ja hier diesen coolen Rucksack von Mytholon. Und ich bin ehrlich, ich habe ihn auch letztens schon mal auf meiner OT-Camping-Reise ein paar Tage in der Ostsee benutzt für meine OT-Sachen. Und der ist ziemlich cool. Also. Er hat halt hier unten auch so dieses Lederstück, was halt hier so rumgeht. Das heißt, er steht auch ganz stabil, man kriegt gut Sachen rein.
Das Einzige, was mich tatsächlich hier ein bisschen stört, ist, dass er halt hier hinten keinen Henkel hat zum Festhalten. Kann man aber natürlich optional irgendwie nochmal selbst ran machen. Aber es passt ultra viel rein und ja, ich werde jetzt einfach mal anfangen, ein paar von meinen OT-Sachen zu packen. Hey Leute, kurze Pause hier bei mir oben auf dem Trockenboden. Ich nehme jetzt gleich noch ein bisschen Klamotten mit. Mein Partner fährt ja schon früh aufs Drachenfest. Und wir liegen deutlich hinter dem Zeitplan. Bisschen stressig, aber so ist es vor der Con immer, vor allem vor so einer langen Con. Okay, ich hänge jetzt die Wäsche ab und laufe dann wieder ganz nach unten zu unserer Wohnung und pack weiter. Aufregend, aufregend. Ich habe auch noch einige Sachen, die sind gar nicht fertig. Da werde ich jetzt noch die nächsten Tage ein bisschen dran basteln. Und ja, die dann mitnehmen, wenn ich halt am Samstag fahre. Crazy Stress. Hallo, ja, es ist jetzt abends. Mein Partner ist gut auf dem Quast angekommen. Die Verlosung übrigens aus dem letzten Video ist auch durch. Herzlichen Glückwunsch an Laura, die auch schon kontaktiert. Und ich habe euch jetzt gar nicht so weiter mitgenommen, weil es halt vorhin wirklich stressig war mit dem Packen und so. Das Auto ist ultra voll, also zu voll. Ja, Großkon, 7 Tage, in dem Fall 2 Wochen, weil mein Partner ja schon früher da ist und es ist wild, Leute. Wundert euch nicht, ich habe so eine durchsichtige Zahnspange drin, deswegen kann es sein, dass ich ein bisschen lispel. Ist jetzt schon im Bett und werde jetzt halt das Video schneiden, was ihr dann jetzt ja, sehen werdet, also dieses Video hier. Das wird tatsächlich der letzte Vlog sein. Also das nächste Video wird dann das nach dem Drachenfest-Video sein. Ja, da seht ihr dann quasi auch alle Ergebnisse, Gewandungen. Ich werde euch die Lager ein bisschen zeigen. Also alles, was halt möglich ist vor dem IT. Vielleicht schaffe ich es auch mal zwischendurch ein bisschen mit meinem Handy ein bisschen versteckt rumzulaufen, um euch ein paar Szenen aufzunehmen. Aber natürlich immer so, dass man halt jetzt keine expliziten Leute sieht, weil das mit dem Datenschutz dann und so ein bisschen schwierig ist. Genau, aber ich werde versuchen, euch ein bisschen Ambiente einfach zu zeigen. Und ja, ich bin super gespannt. Die Temperaturen sehen bis jetzt gut aus. Ich hoffe, es bleibt so und ich hoffe auch echt, dass es nicht so viel regnen wird. Und ja. Es ist wild. Es sind ein paar Sachen jetzt anders in der Planung verlaufen, als ich euch das vielleicht auch mal ursprünglich im ersten Vlog oder so gezeigt habe. Also zum Beispiel werde ich jetzt doch nicht die Matratze mitnehmen, sondern das Feldbett. Ganz einfach aus Platzmangel im Auto. Ja, genau. Also spannend, spannend. Wir sehen uns nach dem Drachenfest, Leute. Ich bin so aufgeregt und ich bin auch ganz froh. Ich habe jetzt gerade meine Tage bekommen. Habe jetzt also noch 4 Tage Zeit. Das heißt, ich muss mich auf dem DF nicht damit rumschlagen und ich bin gerade super glücklich. ja, genau. Leute, falls ihr auf dem DF seid, kommt gerne vorbei, sagt mir Hallo. Ich werde in einer Kolonie sein, ganz viel. Und ja, alle, die aufs Cornfest fahren, ihr habt noch 2 Wochen Zeit, um zu basteln. Passt alle auf euch auf, nehmt Sonnencreme mit, trinkt genug, nehmt euch auch ein bisschen was an gutem Essen mit, damit ihr ja keine Mineralien verliert und keine Vitamine, also snackt auch gute Sachen zwischendurch. Und dann würde ich sagen, ich wünsche, wir haben alle eine tolle Zeit dort und ja, bis zum Nachdrachenfests-Video.